Kurz vor der Mündung der Loire in den Atlantik liegt Nantes. Die Stadt selbst hat etwa 300.000 Einwohner, die Metropolregion etwa eine halbe Million. Historisch war Nantes einmal die Hauptstadt der Bretagne. Sie wurde jedoch 1941 mit dem Département Loire-Atlantique von dieser abgespalten und ist deshalb kein Teil der modernen Verwaltungsregion Bretagne. Die Stadt ist sehr alt. Zwischen 900 und 600 vor Christus sind bereits Siedlungsreste am Ufer der Loire nachgewiesen. Gegen 500 vor Christus siedelten in der Region Kelten. Caesar eroberte das Gebiet 56 vor Christus für das Römische Reich und gründete die Hafenstadt Portus Namnetus. Im 3. Jahrhundert traten die Bewohner zum Christentum über. 843 ist die erste Brandschatzung durch die Normannen überliefert. 1066 kam Nantes zum weitgehend selbstständigen, aber von der englischen Krone abhängigen Herzogtum Bretagne. Bekannt ist Nantes auch für das sogenannte Edikt von Nantes. In diesem Toleranzedikt wurde 1598 die jahrzehntelange Unterdrückung und Verfolgung der Hugenotten zunächst einmal beendet. Aufgrund der günstigen Lage an der Loire-Mündung erlebte die Stadt im 18. Jahrhundert einen wirtschaftlichen Aufschwung und wurde zur bedeutendsten Hafenstadt Frankreichs. Dies verdankte sie dem Asienhandel, vor allem aber dem florierenden Sklavenhandel. Rund die Hälfte aller französischen Sklavenschiffe lief in Nantes aus. Der Niedergang der Werftenindustrie Ende der 1980er Jahre stürzte Nantes in eine tiefe Krise. 1989 wurde die letzte Werft geschlossen. Die Folge waren hohe Arbeitslosigkeit und sozialer wie kultureller Zerfall mit der höchsten Alkoholikerquote Frankreichs. Die TGV-Verbindung mit Paris und eine starke Auslagerung der nationalen Verwaltung von Paris in die Provinz bedeuteten den Anfang für den Wiederaufstieg von Nantes. Auch die Wiedereinführung der Straßenbahn und die Organisation zahlreicher kultureller Festivitäten trugen zum erneuten Aufstieg der Atlantikmetropole bei. Prägend für das Bild der Stadt ist auch die viele Kunst im öffentlichen Raum. Dazu gehören die Machine de l'Île, ein Ausstellungsprojekt, das die mechanischen Objekte der Performancegruppe La Machine im Hafen von Nantes zeigt. Zu sehen sind große mechanische Objekte, die von La Machine, einem Zusammenschluss von Künstlern, Ingenieuren und Handwerkern, seit 1991 gebaut wurden. Die imaginären Welten greifen Ideen von Jules Verne, Leonardo da Vinci und aus der industriellen Geschichte von Nantes auf. So wurden etwa die mechanischen Objekte eines Karussells mit Objekten der Unterwasserwelt geschaffen. Das größte Objekt ist jedoch der 12 Meter hohe Elefant. In der 40 Tonnen schweren beweglichen Skulptur finden bis zu 35 Personen Platz. Er spaziert mehrfach täglich durch das ehemalige Werftgelände. Thank you.
Von unten nach oben kann zwei Wände. Von unten nach oben. Na, dann flügt ihr. Ja. Yes, and but. So, ah, das sind back in the tower, please. I have Alice gefunden! Help. Ding. Hallo? Nobody's inside. Bist du da? Hallo? Thank you.